Und los. Aufnahme läuft. So, ein herzliches Willkommen zum LPT. Diesmal nicht vom guten Türmer, sondern von mir. Der ist leider krank geworden, deswegen habe ich das halt mal übernommen. Und ja, mit dabei, jetzt muss ich einfach mal hier in der Namensliste gucken. Dann könnt ihr das gleich sehen. Ja, der Robin, der Michel, Julian Naros. Wie heißt du eigentlich richtig? Julian. Julian. Wie mein Name das verrät. Boah, Alter, und warum stehst du auf Englischsprache? Du bist also ja, Engländer. Weil ich normalerweise mit englischen Leuten spiele, deswegen. Ah, cool. Und der Lama ist dabei. So, wir haben hier vorne drei Maisfelder und zwei schicke Häcksler. Zweimal den Klaas Jaguar müsste es sein. Ich habe zwar keine Ahnung, bei wem ich mich gerade einreihe, aber ich fahre mal hinterher. Ich habe mal schön das Hut ausgemacht, damit man es noch nicht sieht. Wo bringen wir das Ganze denn hin? BGA, oder? Ja, können wir machen. Dann bringen wir es zu BGA. Ihr wisst alle, wo... Kuhweide runter. Das ist näher. Nein, bei mir bringt was. Seht ihr diesmal auch die Sicht, weil der Tune ist ja wie gesagt krank. Und ja, Niklas übernimmt's und ja, Niklas wollte halt da nicht alleine und da bin ich noch mit dazugekommen. Ja. Und das darf er auch aufnehmen. Hm? Das darf der kleine Junge auch mit auf, bitte aufnehmen. Ja. Mit was nehmt ihr auf? Ich nehme mit Fraps OBS. Auf. Ah. Open Broadcaster. Ne, ich mag OBS ja, ich nicht. Ja, ich kann beides, aber OBS benutze ich nur zum Streamen. Ja, benutze ja, ich auch. Mit Fraps nehme ich lieber auf. Und Stimme mit Audacity. Ja, Stimme lohnt sich bei mir nicht mit Audacity, weil das Mikro. Mein Großmembran ist ja kaputt. Ja. Muss ich wirklich langsam mal einschicken. Okay, es leckt. Reparieren lassen. Tut das? Es leckt. Echt? Bei mir nicht, bei mir läuft es besser. Ja, du leckst so ein bisschen TS, aber... Ich cool. Hab schon die Ketten draufgezogen auf den Glas. Immer noch nichts gegen Meerkat LP. War einer von euch dabei beim Meerkat LPT? Das ist eh das Geilste. Robin hupt da im Endeffall bist, ne? Bei wem fahr ich eigentlich hinterher? Bei mir. Okay. Siehst du doch weg, doch Blaze. Nein, ich hab das HUD ausgeschaltet. Ich sehe das nicht. Ja, ich bin der Häcksler mit Ketten. Tja. Hätte ja sonst verhäckseln können. Und hier kann sich jeder Ketten aufziehen, von daher. Ihr dürft doch gerne was sagen. Sei zu schweigsam. Ja, wird schon nicht da so. Konzentriere mich gerade. Ja, ich warte drauf, dass mein Hänger voll wird, ich wegfahren kann und gucken kann, woran das liegt, dass mein Pin gerade so scheiße ist. Deine fährt mir schon halb davon. Also bisschen Multitasking-fähig muss man auch sein. Ja. Das, da bin ich schon. War auch nicht nett, ne? Und von dem Jaguar hier ist richtig nice. Ich hab den auch schon. Ja, ach, das ist der, ja, ja. Stimmt ja. Das ist der, den du auch bei dir zum Grashäckseln gemacht hast. Genau, im LP. Ich erinnere mich. Der ist bei mir einfach in den Graben reingefahren. Ja. Ich mach so einfach so einen Helfer an und der fährt einfach in den Graben rein. Soll ich das Hex fahren? Kuhweide oder BGA? Ich lass die Klappe da. Fahrst du Kuhweide? Egal. Weil du fährst ja nicht hinter mir. Ich glaube, wenn man hinter dem Häcksler fährt, dann braucht man die. Ich weiß. Weil sie sonst komplett gegen den Anhänger gegen raus. Mia Kate hatte das etwas in Zockerfreunde gepostet. Das erste Video. Nee, im Let's Play. Was? Im Let's Play hat es gepostet bei Facebook. Julian, du musst mir dann bitte sagen, wenn du voll bist, ne? Weil ich drin aus. Ja, hab noch ein Viertel. Ich sehe gar nicht, wie viel ich drin habe. Ist auch irgendwie ein bisschen unvorteilhaft. Ich hab's hart ausgeschaltet und dann sehe ich nicht, wie viel ich drin habe. Könnte Kacke sein. Ja, ich schätze das ungefähr, wenn er voll ist. Ja, das merkst du schon, wenn es irgendwie nicht mehr weitergeht. Der Haufen wächst noch. Ich glaube, ich bin voll und dann hast du erst 25%. Ja, ich sehe ungefähr von der Höhe her. Gut, ich bin voll. Ihr seid da vorne auch schon am Häckseln, ja. Beidseitig. Sieht richtig gut aus. Jo. Vielleicht ist ja geht's Junior morgen wieder besser. Ja, können erst morgen wieder übernehmen. Ja.
Bin wir jetzt doch in Schweizer, oder? Der Schweizer, ja. Ja, der wohnt aber nicht weit von der Grenze weg. Das ist sowieso geil mit Ricola. Mal legt das bei mir übel. Ja, die haben da drüben gute Schocke. Gute Schocke. Rivella, die Kräutermischung aus der Schweiz. Bin gerade in 5 Bildern den kompletten Weg bis zur Kuhweide gefahren. Respekt. Jo. Das muss heißt mal schaffen. Ohne einen Crash zu bauen? Ey, das ist ja... Das Schneidwerk hier von dem Häcksler viel geiler als von dem Standard. Das Exist hier ist viel geiler. Muss aber Geschmackssache. Das ist egal. Er hat gerade keinen Abfahrer. Du kannst mal zu Flo kommen, also Vector Place. Ja. Der hat keinen Kanal, also müsst auch keiner ihm suchen. Überhaupt nicht, deswegen nehme ich auch nicht auf. Nee, tust du auch nicht. Kanäle? Ja, so wie ich heiße, ist auch Schneeklass. So wie ich heiße, Vector Place. Ich glaube, der ist voll. Ja, denke ich auch. Der ist nämlich ziemlich... Oh, dort nicht. Ich bin ein bisschen reingespritzt. Ein bisschen reingespritzt. Eigentlich dürfte ja mittlerweile schon bekannt sein, wenn ihr Tumors Videos guckt. Ich habe Tumors Videos ganz lange aktiv geguckt und in letzter Zeit bin ich leider nicht mehr wirklich dazu gekommen. Ja, ich bin auch erst seit 3 Monaten dabei. Ich bin erst seit 2 Wochen. Ja, den muss man noch nicht kennen, den da hinten. Doch, aus dem neuen Projekt von TuneShow. Ja, ich bin noch zum ersten Mal dabei. Yeah, cool. Ich glaube, das ist Freitagabend Internet bei mir. Das ist das Problem. Ja. Echt? Es hast du Freitagabend das Montagmorgen Internet? Ich brauche immer noch einen Abfahrer, also der nächste Abfahrer, der kommt dann gleich mit mir. Ach, da kommt schon her. Bei Montagmorgens ist immer alles kacke. Ja, das bin ich. Ich weiß nicht. Mein Anbieter denkt sich nur so: Yay, Internet. Und du kriegst nicht. Was ist das Internet? Das ist für uns alle noch Neuland. Kann man das essen? Ich glaub schon. Ja, ich kann nicht mal lenken, Alter. Niklas, pass auf. Was? Ich bin komplett am Failen. Wieso? Du fährst doch normal. Ich bin wie voll. Ja, bei mir nicht. Bei mir fährst du super. Zack. Bei mir fährst du richtig perfekt, sogar mit Blinken, ey. Ja, das ist komisch. Du fährst besser als ich und ich habe 60 FPS. Was ist da los? Niklas, bei uns beiden wird das MBT wahrscheinlich ein bisschen länger. Ich hab 41 und leck hier hin und her. Boah, wie lange brauchst du Ablander, Digga? Ich bin nicht der Einzige, der... Lelele. Mein... Ah! Wo sehe ich meinen Ping eigentlich? Unten auf der Karte. Ja, ich habe auch einen 45er. Es geht hoch auf 70, ja, wieder runter 50, 70. 70, 70, jetzt krieg ich wieder ein 3er. 90%. Ich will. Niklas? Hm? Wer braucht? Kannst du mir dann deine fertige Aufnahme? Also ganz komplett geschnitten und alles. Ich schick dir mal. Also, ich wollte nämlich deine dann unten in die Ecke reinschneiden. La Mama? Hm. Ah. Du kannst mir deine schicken, aber ich dir meine schicke. Ah, ich weiß aber nicht. Ja, dann komm. Ist bei mir in die Beschreibung und ich komme bei dir nicht in die Beschreibung hier, weil du zuvor ein bisschen Link reinzuschreiben. Ich schreibe deinen Namen wenigstens rein. Du stehst bei mir auch schon bei mir. Steht bei einem Mitschüler immer der Name auch. Ja. Geil. Der Hänger ist fertig mit Abladen, ne? Aber diese Dosierwalzer, die heißen, die drehen sie einfach weiter. Richtig gut. Ja, tun sie ja rein theoretisch auch in echt. Ja. Die müssen ja noch die Reste rausfliegen lassen. Obwohl, nee. Ja, aber nicht, wenn der Hänger komplett leer ist. Zeug rausgepresst wird, aber... Ja, am liebsten hätte ich einen Abschiebewagen gehabt. So, ich würde für alles, egal was ist, benutze immer einen Abschiebewagen. Fallen mir einfach am besten. Nee, du bist auch Abschiebewagen, geil. Ja, du auch. Nein. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt nicht. Ich hab... Was das für ein Ding ist. Ich hab den nur genommen, weil er schön groß ist. Das du kannst zu mir kommen, ich bin bei 90%. Jo, ich bin schon da. Also im echten Leben tue ich nie wieder pressen. Nie wieder. Was denn pressen? Warum nicht? Als ich das damals, das ist jetzt wirklich kein Scheiß nicht, aber als ich das damals gesehen habe, wo mein Arbeitskollege wegen einer Presse starb,
ja. Was ich die Dinge. Wegen der Ballenpresse? Ja, wegen Quaderballenpresse von Klaus. Ach du Scheiße. Auch noch mal. Der wurde übers Pickup wurde der reingezogen. Oh. Meine Güte. Das klingt schmerzhaft. Sehr schmerzhaft. Bisschen. Niklas, kannst du zu mir kommen? Ich bin so hier vorne. Ja, dann warte ich, bis der nächste kommt. Ich soll mal beide Seiten zeigen. Immer nur einen mit Ketten zu sehen, ist auch langsam langweilig. Ich kann die auch zur Längs bereiten. Nein, die funktioniert nicht. Niklas, warum fährst du nicht runter, rüber zu Vector Blaze? Weil ich jetzt hier vorne sein möchte. Es muss nicht alles logisch sein, was ich tue. Wow. Ja. Habe ich jetzt auch nicht von dir erwartet. Danke. Deiner Seite kannst du auch unlogisch machen. Ich fühle mich geehrt. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt noch eine Reihe nach hinten und dann wechsle ich auf das nächste Feld und lasse den Rest weg, oder? Jo. Tu das. Micha, übernimm die nächste Bahn. Niklas, meine ich. Ja. Du hast ja noch Platz. Los geht's. Oh. Bildung. Macht das alles so richtig ordentlich. Gold wird, ne? Mais. Ja. Boah, ist in der Gegend, wird Robbener verlassen. Okay. Okay, wenn du nicht mehr will. Ja. Ach, ja. War schon enttäuscht, dass Hugh nicht da war und dann, ja, dann kann man auch gehen. Ja. Okay, da war wohl das Internet weg. Ich glaube eher, dass der disconnect hat. Ja, merke ich gerade. Aber reinkommen tut auch nicht wieder, ist doof. Ja, das wäre scheiße. Ich muss synchronisieren. Alles ein bisschen doof. Ich glaube, der wird sich jetzt voll aufregen. Ja, doch, durchaus. Jetzt ja, ich bin glücklich, dass mein Internet wieder wie nur scheiß Internet. Ah, guck mal, ich habe ein Download-Speed von 6,27 Megabyte. Ist eigentlich in Ordnung. Ich habe 1,6. Was für eine Leitung? 16. Aber ich krieg bald ein Leitungsupdate und dann beschwere ich mich nie wieder. Was kriegst du denn für eine Leitung? Also, Download maximal 10 Gigabit. Und Upload 8. Läuft. Industrieanschluss. Kriegt jetzt gut. Gleich bald 50k. Ja, das sind dann 1000k ab. Freund von mir, der down und 800k ab. Warum kriegst du so eine große Leitung? Muss ich mal gucken, wie ich da das Ding hebe, ne? Irgendwie muss man ja die Pornos auch saugen können, ne? Nicht TV sein. Niklas, wir fahren auf das nächste Feld in Nassau. Tun wir das. Ja, ich hab dann ja auch nur noch eine Bahn. Ich fahr jetzt hier schon die Bahn. Ah, okay. Aber ich glaube, ich muss meinen Anbieter irgendwann mal mordern. Ach, wieso? Ja, weil bis jetzt bin ich bei der Vodafone und die machen nur Scheiße und dann habe ich endlich einen Privatanbieter. Und von mir, der hat eine 150.000er Leitung halt. Tuner. Nein, der 250. Was? Wohin soll ich fahren? Im Hektar ist das zweite Feld anfällend, oder? Ich glaube, ich ziehe auch in die Schweiz. Ich habe 70%. Ich habe keine Ahnung. Ich kann ungefähr nur schätzen und ich schätze, da passt noch was rein. Letzte gut. Ja, komm, dann haben wir halt einmal kurz ein Standbild. Ne, dann müssen wir halt einfach mal kurz mit dem Standbild leben. Aber ihr habt halt gut
Heute habt ihr ein längeres LPT, weil Tune Size geht immer 15 Minuten und wir machen wahrscheinlich alle drei Felder. Was? Machen wir? Was? Ja. Alter. Ich hab grad was gesagt, weil jemand synchronisiert. Ja, wenn schon, dann richtig. Ja, komm, dann ernten wir halt alle drei Felder ab. Ja. Hätten wir jetzt ein extra langes LPT. Ja, wenn Tune schon nicht da ist, dann müssen sie ja wenigstens was anderes Gutes kriegen. Ja. Aber solange überhaupt wer von den Zockerfreunden da ist, der das hier alles managt, ist doch gut. Ja, ne? Ja, bravo, Niklas. Hm. Vielleicht mal jetzt mal. Bitte? Fahr doch ab, oder? Ja, gut, dann passt da was rein. Ja, Michael kann noch. Ja, Michael kann viel. Die Textur geht noch her. Jetzt ist er voll. Brauchen Abfahrer, bitte. Das ist so, das ist echt ein bisschen doof, wenn man nicht sieht, was man tut. Ja, ich glaube, ich wurde gerade angestupst. Ich soll ihn runterziehen, aber wenn ich ihn runterziehe, stürzt meine Aufnahme ab. Ja, du hast doch gar kein Recht zu runterziehen. Doch, klar, habe ich. Wieso hast du mir gesagt, du hast kein Recht? Ja, weil Slizzy mir erst den nachgegeben hat. Ach so. Winke, Winke, der ist froh, fick die Brille. Ja, Jungs, ich vergammel hier in meinem Heck. So, professionell gelöst. Ja, es geht doch nicht, dass die Aufnahme stürzt. Wieso geht mein Snipe weg jetzt aus? Nee. Damit kommt er rein. Echt? Ja. Das Passwort vom Channel ist Baby. Wirklich? Achso, ich dachte schon, du hast zu mir gesagt, bis bald. Nein. Ich stupse dich an, ne? Ich stupse dich mit dem Passwort an und schreib Baby, ne? Jetzt weißt du, was das Passwort ist. Ja, und der kommt nicht runter und fragt mich, ob ich ihn ziehen kann. So, hättest du mir auch sagen sollen, dass das Passwort ist? Ah, ich dachte, du wärst da drauf gekommen. Nee, so intelligent bin ich auch nicht. Von 126 reicht auch mal ja noch nicht. Entschuldigung, ne? Ich hab vergessen, dass du so ein Idiot bist. Dass ich raus musste, aber das hat in meinen Ohren so aus durch Bett und... Ich hab nur die Hälfte verstanden. Ich auch noch. Also mein PC ist abgestürzt und das hat die ganze Zeit in meinen Ohren gerauscht. Merkwürdig. Leg ich noch im Teamspeak oder ist es wieder besser? Das ist wieder besser. Vielleicht, ja, hast, mal das, hey, vielleicht hast mal das Fenster zugemacht, dann wird es doch nicht so rauschen. Oh, war der witzig. Ich habe jetzt eine Frage, wo auf der Website steht, dass man nur mit Headset mitmachen darf. Ich habe jetzt aber gar kein Headset. Was hast du denn? Mikrofon. Oha. Füße hoch, der kommt flach. Ja, das ist ein T-Witz, der muss ziehen. Ja, merk ich. Habt ihr Headset oder auch ein Mikrofon? Ich hab ein Mikrofon. Hört man? Ich hab ein Headset, hätte ich mein Großmembran, dann wäre meine Mikroqualität etwas besser. Hört man, dass du ein Headset hast? Ja, weil es etwas blechiger ist. Also ja, ich hoffe, dann hört man auch, dass ich ein Mikrofon hab. Ja, ja, dachte ich mir auch schon. Das hört man richtig. Ja gut, das ist meine Stimme. Nein, also das ist immer die Stimme und nicht das Mikrofon. Nein, meine Stimme ist halt etwas angeschlagen. Nee, aber das ist ein Problem. Headset klingen halt plastisch. Ja. Muss ehrlich sagen, ich bin gerne erkältet. Wenn ich erkältet bin, habe ich mal so eine richtig tiefe Stimme, das finde ich voll geil. Ja, das was du mit deiner Erkältung machst, das mache ich mit Audacity. Die kommt bei mir immer, wenn ich lange spiele und mit vielen Leuten rede, dann passiert es von automatisch. Michael, ich habe 86%. Ich war letztens im TS, dann hat mich ein, also dann hat ein Kumpel gefragt, die anderen Leute, wie alt die mich schätzen würden. Das höchste war 56. Was? Wie alt bist du? 19. Ja, läuft. Ja, mich schätzt man leider auch ständig auf 21 oder so. Wer bist du? Ich? Ja. Noch keine 18.
schätzt man meistens auf 15, aber ich bin erst 14, aber ich werde dieses Jahr 15. Nein, die schätzt man auf 13. Hör auf. Ach so, bist du voll? Ja. Oh, ich hab vergessen, was zu sagen. Ja, gut, schön. Ja, ich werde meistens so auf ungefähr 18 geschätzt. Was kommt davon, dass ich 1,95 groß bin? Ich bin 1,90, wiege 85 Kilo und bin. Ja, von der Stimme her wird man dich aber auch auf 18 schätzen. Ich bin 1,76. Ich bin 17. So mal eine kleine Frage nebenbei, welche Schuhgröße habt ihr? 50. Was, 50? Ja. 46. Nee, ich hab 50. Also jetzt wird ich schon brutal zu. Also ich komme eigentlich so ganz nach meinem Vater, der hat eine Schuhgröße von 44. Nein, ich brauche 48, 49. Nein. Du kommst mit 50. Ja klar. Nee, großer Typ, große Füße. Ja klar. Ja. Wenn du schon Pindes jährige. Sagt mein Vater stimmt, auch immer. Er kann wenigstens über Wasser laufen und Feuer austreten. Danke, ich bin voll. Handschuhe. Ja, ich hab bald einen neuen Job. Waldbrandaustreter in Australien. Ja. Ey, die Jobs werden sind heiß begehrt. Was sagst du? Ich dachte, du ersetzt die Akkubohrer bei Bosch. Hä? Ja, du trittst die Schrauben ins Gewinde. Der war schlecht. Oh ja. Der war echt schlecht. Ey, wie willst du eine Schraube ins Gewinde treten? Das Gewinde ist an der Schraube dran. Ja. Das kommt dazu. Es gibt Schrauben, die du hämmern kannst, das gibt es. Ja. Du kannst jede Schraube hämmern. Nee, nicht alle. Ja, theoretisch schon, aber sollte man nicht machen. Ich ja, dann Beispiel, ist es halt keine Schraube mehr. Ich zum Beispiel habe jetzt meinen Kalender, den wo ich von Sniper S bekomme, weil ich ja Airsoft spiele, habe ich mit einer Schraube und Hammer in die Wand gehämmert, ja. Das mache ich auch ab und zu, wenn es nicht schnell genug geht. Ich hatte keinen Nagel zur Hand. Das Problem. Ich würde sagen, wir hören auf, wenn das Silo voll ist. Wie voll ist es? Ich hab keine Ahnung, ich kann nicht nachgucken. Endloses Spiel, oder? Ist ein endloses Loch. Ja, das ist ein schwarzes Loch. Ich kauf dann einfach noch gleich Seemaschinen und dann machen wir weiter. Ja, dann geht das MPD heute mal 2 Stunden. Ja, mach doch nichts, wir sind jetzt schon mal eine halbe Stunde. Ja. Okay, verarsch mich. Was? Dass wir schon bei einer halben Stunde sind. 26 Minuten und 43 Sekunden. Ach, 2, 3, 5, 54, 55. So, ich auf dem rechten Monitor. Okay. Ja, wollte gerade sagen, ich zieh ab. Und Niklas, was machst du jetzt mit dem Monitor? Welchem? Nicht Monitor, mit dem anderen PC. Du siehst mein Bett-PC. Bett-PC? Oh. Ja, der steht am Bett, wenn ich abends Filme gucke. Ach so. Ist jemand von euch bei der Bundeswehr? Bitte? Bei der Bundeswehr. Nee. Ja, ich krieg jetzt 2 neue Bildschirme. Juhu. Bald. Also der erste kommt wahrscheinlich in einem Monat und der zweite danach. Was hast du für welch geholt? Hä? Was hast du geholt? Relativ. Also ich habe 21,5 Zoll, weil ich die kleinen eigentlich sehr viel besser finde zum Spielen. Ja. Und das sind von Samsung die S22C350. Da habe ich dann 3 von. 3 hast du davon? Die sind schön günstig, die kosten 150 Euro, Preis-Leistungs-Verhältnis ist top. Meine sind besser. Robin. Ich bin bei 80%. Ja, dann sind vielleicht teurer. Nein, weil sie sind günstiger. Robin, wir wechseln auf das nächste Feld über. Meine Bildschirme kosten 120 pro Stück. Achso, ja, ich finde, ich habe den jetzt, den ich habe auch für 120 gekriegt, aber ich muss die wahrscheinlich, dann kriege ich nicht Rabatte, weil ich einen PC dazu kaufe. Das Silo ich fand ist bei den 68%. Ganz gut. Und ich finde die immer noch gut. Ja, ich habe 3, 4, 20 Zöller. Ich brauche jetzt keinen Full HD Gaming Bildschirm für 2.500 Euro. Ne, ich hab 24 Zoll Full HD und 2 Millisekunden. Ja, ich habe Full HD. Hab 0,9 Millisekunden. Ja. Ja. Aber schon chillig, 3 Monitore zu haben. Mir wechselt's bald auf einen LG Curved.
Ja, es bringt mir halt, wenn ich stream, gleichzeitig im TS bin, dann noch ein Spiel spielen. 8 und 9. Ja, allein schon, wenn du hast, rechts hast zum Beispiel irgendwas nur offen und links den Stream, beziehungsweise das Streaming-Programm in dem von OBS. Und in der Mitte halt das Spiel, ne? Ja, ich habe mir einen LG-Curve, da passt auch alles auf einen Bildschirm. Bei mir ist das Allergeilste, ich habe einen wirklich einen High-End-PC, wirklich verdammt High-End-PC. Aber ich muss mir gleich nach, du mal. Was hast du für einen PC? Was hast du für einen PC? Ich habe ihn selbst zusammengestellt, du wirst es mir nicht glauben, ich habe in meinem PC zwei Motherboards drin und auf jedem Motherboard stecken zwei Grafikkarten drin. Warum noch zwei Motherboards? Weil ich zwei habe und insgesamt habe ich vier Grafikkarten, viermal R9, 280X. Ja, was für Grafikkarten, das kommt ja drauf an, wie die zusammenarbeiten. Ich habe viermal die R9 280X von Sapphire. Von ich habe eine GTX 780, reicht völlig für mich. Welche Prozessor? Welche Prozessoren? Ja, das stinkt in meinem Prozessor drin, AMD 8 Kerne mit 4 GHz. Ach, du hast ja auch eine Raumheizung gekauft. Ja, AMD, die können gut heizen. Ja, hab ich bei meinem FX6000. Ich fand das so lustig, das Bild, was ich gesehen habe. Weißt du, erst so ein Bild von einer Nvidia-Grafikkarte. Weißt du, so ein Typ, der sitzt da ganz gechillt, dann steht da Temperatur 30 Grad, weißt du, und dann kommt das zweite Bild von einer AMD-Grafikkarte, der Typ sitzt da so ganz gechillt, weißt du, ein Zeichentrick-Typ, Grafikkarte auf 80 Grad. Also das mit M4. Und dann kommt so das nächste Bild, Nvidia-Grafikkarte, so ein Typ total in Panik, Grafikkarte 80 Grad. Und dann wieder so und dann AMD-Grafikkarte 120 Grad, das ist wieder so ein ganz gechillter Typ da. Aber wieso gestresst bei 80 Grad? Meine Grafikkarte läuft fast durch. Ah, Nvidia tut es nicht ganz gut mit 80 Grad. Meine hat gerade 80 Grad, 79, 80. Meine auch durchgehend. Ja. Also Grafikkarten sind alle ausgelegt bis 120. Ja. Hm? Ey, Niklas, weißt du noch, Jerome seine Grafikkarte 107 Grad? Der Nico hat angefangen zu piepen. 220 mm Lüfter hat und trotzdem überhitzt. Das ist so geil. Dieses Programm noch piep. Bei mir ist es so, ich kühle meine Grafikkarten so, die werden nicht heißer als wie 45 Grad. Das heißeste, was ich erreicht habe mit meinen Grafikkarten, war 80 Grad, aber auch nur, weil ich manuell die Lüfter von der Grafikkarte ausgeschaltet habe. Warum? Mir war langweilig, ich wollte mal testen, wie heiß das ist. Ja, ich habe einen Freund, der hat zwei 980er GTX drin, dann Wasserkühlung halt, also dem sein PC sind glaube ich 4.500 €. Und ja, der läuft schon ganz gut. Ich würde dann so lachen, weil ich so, oh geil, ich habe voll den wassergekühlten PC, das Problem ist, er ruckelt bei Print. Was? Ja. Was für ein Ding? Er ruckelt bei Print. Hallo, die Farben muss man erstmal darstellen können. Ja, der hat noch einen einfarbigen Bildschirm. Ja. Kann ich mehr berechnen. Bei mir ist es so, ich habe ein Programm für meine Grafikkarten, werden die 40 Grad heiß, steigern sich die Lüfter von 15% auf 25%. Wenn ich meinen Lüfter auf 100% habe oder meine vier Lüfter, die vor meiner Grafikkarte hängen, dann kriege ich meine Grafikkarte nicht über 30 Grad. Aber also dafür fliegt dann auch mein PC durch ein Zimmer. Vollgas laufen hört nichts eigentlich, weil ich habe ja eine MSI mit Infrarosa. Ist ja der leiseste Kühler. Oh ja, Reference Design. Wenn du die auf volle Leistung stellst, die Grafikkarten, dann fliegt dir der PC durchs Zimmer. Mach einen auf Helikopter. Ja, mach, ist bei mir auch so. Ich bin voll. Das Allergeilste war ja heute, stehe ich so im Bad, beim Rasieren, beide Türen geschlossen und was hörst du aus dem Zimmer? Ganze Lüfter. Wenn mein Laufwerk anläuft mitten in der Nacht, wow, ey, da werde ich immer wach. Dann geht's. Dann machen PC nachts aus. Nee. Da muss ich hier wieder hochfahren. Ich lade nachts immer meine Sachen runter oder lade Sachen hoch, deswegen. Ja, nachts werden die Pornos gesagt für den nächsten Nacht. Ja, zum Beispiel beim Freund, der wohnt mitten in München, der hat eine Eigentumswohnung, der lädt sich innerhalb von 10 Minuten 90 GB Filme runter, du kannst immer noch zocken und hast einen Ping von 2. Was? Ja, aber den Ping von 2, das kommt ja auf den Server an. Ja, kommt drauf an, wo das Rechenzentrum ist.
Der Ping kommt ja absolut nur auf den Server an. Das hat ja nichts mit deinem Internet eigentlich zu tun. Ja, also natürlich auch, wenn, aber... Wenn du bei dem aus dem Haus gehst, dann gehst du genau 2 Meter und dann steht der Telekom-Masten vor deiner Fresse. Zu wem soll ich? Also ich hab ja, noch... Die schnellste Internetleitung hat so eine alte Dame, die 75 ist, in Schweden. Mit 40 Gigabit pro Sekunde. Warum? Das sind 20 1000 Megabyte. Ja, aber warum? Warum? Weil das kann. Die könnte sich 40 Full HD, 4K Streams gleichzeitig angucken. Und die bräuchte, um einen Film, also um einen normalen Film in der Länge von 1,5 Stunden runterzuladen, etwa 5,5 Sekunden. Ja, warum hat sie so eine große Leitung? Weil sie es kann. Weil der ihr Sohn gedacht hat, seine Mom braucht ein schnelles Internet. Läuft bei der. Die ist bestimmt teuer. Hä, wo zur Hölle tut der Häcksler hinsprühen? Brauch ich mich auch ab und zu. Ins Nichts. Du brauchst eine Menge Fantasie, um das zu wissen. Mit einer Menge LSD. Ja, aber das kannst du gar nicht nutzen, 40.000 oder 20.000 Megabyte, weil es einfach keine Server gibt, die deine Anfrage schnell genug beantworten könnten. Nee, und dann so einen alten PC mit der 56 Mbit WLAN-Karte. Nein, trotzdem, wenn du einen Server hättest, du hast keine Server, die deine Anfrage so schnell beantworten können. Du hast keinen Server, der dir der dir 20.000 Megabyte in der Sekunde zur Verfügung stellt. Dass du das downloaden kannst von ihm. Das funktioniert nicht. Weil da bräuchtest du einen Server, der 40.000 Megabyte Gigabit Upload hat. Wie wär's, wenn sie ihre eigenen Server machen? Nee, am besten lädst du dann auf so Seiten runter wie Uploaded mit 50 KB pro Sekunde. Warte kurz, Lama. Und er ist die größte Leitung überhaupt, dann ist er 50 KB pro Sekunde, weil du auf irgendwelchen komischen Seiten runterlädst. Wisst ihr, was das Krasseste beim FBI ist? Hm? Wenn du deren Seite hackst, dann wirst du nicht eingesperrt, sondern da wirst du von denen eingestellt. Hacker. Ja, läuft, ne? Ja. Okay, dann setze ich mich jetzt mal dran. Das ist auch so, habt ihr das mitgekriegt mit so einem Typ, der im Knast saß? Und da in der Computer AG war, der wurde als Hacker eingesperrt, weil sie haben ihn in die Computer AG gelassen. Das war ja schon mal die erste Dummheit. Ja. Auf jeden Fall, da war der in dieser Computer AG und die haben, da hat er dann halt das komplette Gefängnis gehackt und alle Türen und so freigemacht und da haben sie halt immer auch im Gefängnis als Sicherheitsmanager angestellt. Los. Muss einfach nur seine Datei verändern, dass er am nächsten Tag entlassen wird und fertig. Ja. Was? Weg das ganze Gefängnis voll, die Randale im Gefängnis kommen, so die Polizisten und der Direktor zu ihm. Dankeschön für die Randale, sie sind eingestellt. Ich hätte einfach nur mein Entlastdatum geändert, fertig. Ja, genau. Morgen werde ich entlasten, fertig. Anstatt diese scheiß Türen zu öffnen. Ja, sind ja die ganzen Typen so frei und dann bringen dich noch einer um. Fertig, dann war's. Gangbang-Party im Gefängnis. Ja, so richtig. Ja, du denkst aber nur an eine Sache, ne? Aber die Bang mit der 9mm. Ja, du vergisst, dass das meistens Männergefängnisse sind. Ja, aber die Bang dann mit der M9. Nee, da müsste man kein Gangbang haben. In einem reinen Männergefängnis. Auch in einem reinen Frauengefängnis möchtest du das nicht haben. Gangbang-Partys? Ja. Billet Gangbang, wenn der Abend mal wieder lang würde. Ja, das Programm wird sich verkaufen. Das Programm, ja. Das Produkt wird sich verkaufen, sagst du. Wir sind schon bei 40 Minuten, das gibt's ja nicht. Wenn es schlimmer wird, ist nicht schlimm, dann habe ich wenigstens was für morgen. Wisst ihr, warum das Frauen auch ein bisschen furzen müssen? Dreh ab. Wisst ihr, warum das Frauen auch ein bisschen furzen müssen? Warum zur Hölle fährst du jetzt schon weg? Ich hab schon. 83%. Achso, das sah man gar nicht, ja. Und Jungs, und wisst ihr es? Nein, weshalb? Ja, Frauen können nichts abschütteln, deswegen müssen sie es trocken pusten. Ja. Was war das denn jetzt?
Und warum müssen Frauen immer putzen? Die müssen furzen. Nee, warum Frauen immer putzen müssen? Weiß ich nicht. Ja, weil sie mit ihren kleinen Händen besser in die Ecken kommen. Oh. Wenn Männer zu Besuch ist, hier ist das Wohnzimmer, da ist die Küche, da gibt es halt das ganze Essen und so. Und Silo da ist das Wohnzimmer, wo du schläfst. Frau. Silo ist voll? Ja. So, dann war's das jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ja.